emotions. Boil up with a cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Yo Leute, ich bin Adi und das hier ist der W2K23 Universe Mode und wir starten mit einer kleinen Ankündigung von unserem CEO Triple H. Mal schauen, was der uns so zu vermelden hat. Ja, heute starten wir mit einer kleinen Ankündigung von unserem CEO vom Game, Triple H. Es kommt ja nicht allzu häufig vor, dass Triple H rauskommt, bei Raw oder bei SmackDown. Aber heute Nacht, nachdem wir gerade den Hell in a Cell Pay-Per-View hinter uns gelassen haben, kommt Triple H raus und hat etwas zu sagen. Willkommen zu Monday Night Raw. Nach einer aufregenden Hell in a Cell habe ich eine Ankündigung. Die Undisputed WWE Tag Team Champions sind nicht mehr Undisputed. Das bedeutet, dass die Usos ihre Championship zweimal an einem Abend verteidigen müssen. Interesting. What the hell? Was macht Randy Orton hier? Oh, what? Randy Orton hat Triple H gerade ein RKO gegeben. Ihr wisst alle, Triple H ist retired und jetzt gibt's auch noch den Pumpkick. Was zur Hölle? Randy Orton hat ja bei Hell in a Cell gegen Matt Riddle gewonnen und hat den verletzt und jetzt geht dieser Streak hier weiter bei Raw mit Triple H. Alter, stört einfach nur. Alter, what the fuck, Alter. Randy Orton, Alter. Ich bin immer noch ziemlich gestört von der Aktion, die Orton da gerade gebracht hat. Aber wir müssen trotzdem irgendwie versuchen, weiterzumachen. Und das tun wir mit ausgerechnet den anderen, ja, quasi Idioten, die bei Money at Raw rumlaufen, dem Judgment Day. Nämlich nach der Ankündigung von Triple H gerade wird es so laufen, dass wir jetzt ein Triple Threat Tag Team Match haben, um die neuen Challenger für die Raw Tag Team Championship zu bestimmen. Genau, Mike Rome. Genau, und da kommen die beiden ja natürlich genau recht und wollen ihre Chance auf die Raw Tag Team Championships wahr machen. Ja, da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Challenger. Und ein Tag-Team kennt ihr sicherlich ganz gut. Die wollen den Smoke. Die kriegen den Smoke. Die Street Profits sind am Start bei Monday Night Raw. Montez Ford, Angelo Dawkins. Sehr interessante Zusammensetzung. Triple Threat Tag-Team Match. Ja, aber ein Triple Threat. Okay, ich halte ja schon meine Klappe. Ein Triple Threat Tag Team Match. Braucht natürlich noch ein drittes Team. Und ihr habt's gehört. Shush. Shush, please. Chad Gable und Otis. Die Alpha Academy. Thank you. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wer hier unser Opening Match mit Monday Night Raw gewinnen kann. Also im Ring geht auf jeden Fall schon mal die Action, wobei Dominic Mysterio läuft natürlich outside of the ring rum und zieht sich ein bisschen feige
zurück aus dem Match, wobei er kann sich ja nicht mehr zurückziehen, weil er überhaupt nichts gemacht hat. Jetzt geht Chad Gable hier gerade mal für den Pin. Wird aufgelöst, da kommt Dominic Mysterio und Elbow droppt erstmal Chad Gable off the top rope. Und liegt natürlich jetzt auch erstmal wieder auf dem Boden. Hat ja sein Match bei Hell in a Cell gegen Seth Rollins bestritten. Knapp verloren, aber muss Dominic Mysterio Credit geben. Das war schon eine ziemlich überzeugende Leistung vom Möchtegern Mysterio. Konnte er jetzt gegen Montez Ford. Die Alpha Academy hat eine fast schon Two-on-One-Situation gegen Damian Priest. Der rollt sich jetzt aus dem Ring. Also First Pinfall or Submission bedeuten hier den Sieg. Und Chad Gable räumt hier jetzt erstmal den Announcers Table ab. Was eine interessante Entscheidung ist. Während Otis und Angelo Dawkins da draußen sich ja aufs Fressbrett geben, sag ich mal. Interessante Aktion von Mysterio da im Ring. Dropkick wird aber geblockt von Angelo. Nicht von Angelo Dawkins, von Montez Ford natürlich. Back Suplex. Konter von Mysterio in den Forearm. Also hier, wie ich es mir schon gedacht habe, furiose Action direkt. Japanese Arm Drag. Und noch ein Basement Dropkick hinterher. Und das Ganze hier findet natürlich, wie Montez Ford auch gerade eindeutig darstellt mit dem Candlestick, unter No Disqualifications statt. Wäre ja auch schwierig in so Multi-Man-Matches Disqualifications zu haben, einfach nur weil, wenn jemand eine Waffe benutzt, wer hat dann gewonnen und wer hat verloren? Weil ein Team benutzt seine Waffe und gegen das andere Team, dann hätte das gewonnen. Aber was ist dann mit dem dritten Team? Deswegen würde es gar keinen Sinn machen, hier überhaupt Disqualification zu haben. Während Dominic Mysterio jetzt für den 619 anscheinend gehen. Während draußen da komplett die Action noch stattfindet. Oh, Konter von Chad Gable. Hält nichts vom 619. Kann ich auch irgendwie verstehen. Ich würde auch nicht so gerne ein Kasten von Dominic Mysterio. Jetzt der Hurricane Runner von Dom Dom. Frage ich mich auch gerade, wo Mami eigentlich ist. Am Ringrand. Aber gut. Judgment Day freut sich ein bisschen im Ring und Chad Gable freut sich nicht. Will jetzt für eine Aktion gegen Damian Priest, aber Dominic Mysterio hat seinen großen New Yorker Mate und Clothesline Chad Gable, der Kick hinterher von Damian Priest und Judgment Day ist standing tall. Also, interesting Spear jetzt gegen Chad Gable durch die Ring Ropes und Dominic Mysterio ist gehypt. Und wartet drauf, dass Chad Gable aufsteht. Und quatscht da nur irgendwas. Ich weiß nicht was. Geht jetzt in die Seile oder auch nicht. Geht auf die Top Rope. Und zeigt nur auf Angelo Dawkins. Okay, also Dominic Mysterio ist hier ein bisschen verwirrt, wie ich das Gefühl habe. Aber gut. Konter da von Damian Priest mit dem Elbow Strike. Otis schnappt sich jetzt Damian Priest und Chad Gable sagt nur, thank you. Übrigens, by the way, sage ich auch zu euch, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei seid. Ist immer schön zu sehen, wie viel Zuschauer der Universe Mode an sich reißt, sage ich mal. Freut mich jedes Mal. Dropkick von Dominic. Und Damian Priest ist da jetzt an der Barricade gegen Chad Gable. Also ich habe das Gefühl, konnte sich jetzt bis jetzt noch niemand so klar rauskristallisieren, wer das Match gewinnen könnte. Cover jetzt von Dominic Mysterio nach dem Spinebuster. Aber Chad Gable kommt und macht die Save. Aber Dominic Mysterio, logischerweise, hält gar nichts davon. Und puncht Chad Gable jetzt erstmal ordentlich einen rein. Nimmt sich jetzt den Regen von Kurt Angle, kann man fast sagen. Und schmeißt den erstmal on the outside. Dropkick jetzt gegen Montez Ford. Geht jetzt auf die Top Rope. Ich weiß nicht, was Dominic Mysterio davon. Oh mein Gott, Frog Splash von Dominic Mysterio. Geht fürs Cover. Kann irgendjemand die Save machen? Two Count, Kick Out. Aber da ist auch Angelo Dawkins. Der wollte die Save machen für seinen Tag Team Partner. Aber Dominic Mysterio wehrt sich mit den Elbow Strikes. Und Mysterio zeigt hier eine, also ich muss es wirklich so sagen, eine exzellente Vorstellung bis jetzt. Also bestätigt seine gute Form nach Hell in a Cell. Da gibt es die Candlestick Strikes outside of the ring. Und Dominic Mysterio mit dem nächsten 619. Dieser kommt da durch. Und der Frog Splash ebenso. Damian Priest ist im Ring. Otis ebenso. Und Otis macht die Save für die Alpha Academy. Versucht jetzt selber zu capitalisieren aus der Arbeit, die Dominic Mysterio gemacht hat.
setzt jetzt Dominic Mysterio. Oh Gott. Damian Priest guckt sich das Ganze nur an. Und Otis geht dafür. Die Vader Bomb. Vader Bomb von Otis coming up. Oh my God. Dominic Mysterio crushed in half. But er kommt einfach aus dem Cover raus. Damian Priest jetzt mit dem Razor's Edge. Geht fürs Cover gegen Angelo Dawkins. Montez Ford wurde da schon wieder geflatlined. Diesmal von Otis und da ist ein fliegender Dominic. Ist aber jetzt auch ziemlich K.O. Cover jetzt von Chad Gable. Niemand hält Chad Gable auf, doch. Angelo Dawkins in letzter Sekunde. Der wird jetzt weggedropkickt. Cover von Otis ist aber auch kein Erfolg. Chad Gable hat da einen üblen Cut an der Seite vom Auge. Dropkick, nächster Dropkick von Dominic Mysterio. Und jetzt kommt hier der Riese Otis mit dem Military Press Slam. Konter von Dominic ins Cover, aber gesaved von Montez Ford. Der ist ziemlich angeschlagen, aber der versucht hier die Siegchancen von den Street Profits irgendwie am Leben zu halten. Aber der Hotshot-Konter von Dominic, aber davon hält Angelo Dawkins natürlich wiederum nichts. Alter, der Dominic wehrt sich hier gegen die Street Profits, aber schafft es am Ende nicht. Und da ist ein fliegender Montez Ford, aber der trifft nicht viel, außer die Ringmatte da an der Seite. Damian Priest jetzt auch wieder fired up. Also es ist, ja, ein ziemlich interesting Matchup hier. Der Irish Whip in die Barricade jetzt gegen Montez Ford. Oh, da ist ein Stuhl im Spiel bei Angelo Dawkins. Und Chad Gable, der zeigt jetzt den Northern Lions Suplex. Also, ich kann es nur wiederholen. Dominic macht hier einen guten Eindruck auf mich. Nimmt er jetzt irgendwas? Oh, der hatte Brass Knuckles in der Hand. Dominic Mysterio hat wieder versucht zu cheaten mit den Brass Knuckles. Superkick. Konter von Dominic in die Leg Sweep. Moonsault. Geht fürs Cover. Niemand kann retten. Two Count. What? Der Judgment Day holt sich hier den Sieg durch Dominic Mysterio. Dominic Mysterio versucht hier die Brass Knuckles zu benutzen. Superkick versucht von Montez Ford. Konter von Dominic in den Moonsault. 1, 2, 3, that's it. What the hell? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber ich muss mich im Nachhinein nochmal korrigieren. Cheaten kann man es ja nicht nennen. Ich meine, Brass Knuckles sind genauso legal wie Chairs oder Candlestick oder alles andere. Aber trotzdem, also ich bin echt ein bisschen überrascht. Hör zu, ich weiß, dass du sauer bist. Aber jetzt bringt es nichts, hier rumzuweinen. Du bekommst heute Abend im Main Event dein Rematch. Zufrieden? Ich bin erst wieder zufrieden, wenn ich meine US Championship zurück habe. Du weißt ganz genau, dass du deinen Job versaut hast. Und dass mein Match bei Hell in a Cell ein Ladder Match hätte sein sollen. Aber dann zeige ich eben heute, warum ich der Beste bin. Ja, wir haben jetzt ein Classic Matchup, Leute. Der eine ist frisch returned und der andere ist schon länger dabei. Aber beide haben eine ewig lange Historie. Könnt ihr mir mal in den Kommentaren sagen, ob ihr jetzt wisst, von wem ich rede, wenn AJ Styles hier rauskommt. Der Phenomenal One hat sein letztes Match bei Raw, sein Return-Match, leider verloren. Aber es ändert nichts daran, dass der Phenomenal One immer eine große Challenge ist für jeden Gegner und einer der besten Wrestler, die auf diesem Planeten rumlaufen. Ja, seine Mates vom OC sind aktuell noch in Japan unterwegs. Haben eine Sondervertragsklausel in ihrem Vertrag mit der WWE benutzt. Und deswegen muss der Phenomenal One erstmal alleine klarkommen. Aber wir alle wissen, AJ Styles, der ehemalige Two-Time WWE Champion, hat damit natürlich absolut kein Problem. Und ich habe schon Japan erwähnt und spätestens da sollte der Clou sein, der Gegner von AJ Styles, der ehemalige Bullet Club Leader, Prince David, oder wie er mittlerweile heißt, Finn Balor. And his opponent, representing the Judgment Day, from Bray County, Wicklow, Ireland, weighing in
In einem insane Hell in a Cell Match gegen Edge gewonnen beim Pay-Per-View. Also dem Mann hier, dem ist alles zuzutrauen. Haltet den auf eurer Liste. Auf eurer Liste, der ehemalige Inaugural WWE Universal Champion macht sich auf den Weg zum Kampf mit AJ Styles. One-on-one, die Ringbell geht los und Finn Balor schlägt erstmal hier, ohne drüber nachzudenken, erstmal AJ Styles einfach komplett gegen die Birne und geht auf die Top Rope. Das sehen wir nicht so häufig, außer für den Finisher von Finn Balor. Aber da war in dem Fall ein Elbow Drop. Der Chop, der geht aber komplett daneben. Und AJ choppt erstmal Finn Balor und zeigt dem Guten, wie das geht. Aber der High Elbow, der kontert das Ganze. Wieder der Kick to the gut und der nächste Dropkick von Balor. Also der hat hier den Fokus anscheinend auf die Rübe, auf den Kopf von AJ Styles gesetzt. Scheint so ein bisschen zu probieren, AJ, das Too Sweet sein vom Bullet Club, aber Finn Balor hält davon nach wie vor nichts, scheint diese Zeit hinter sich gelassen zu haben, ist jetzt beim Judgment Day und das wird auch wahrscheinlich so bleiben, der schöne Dropkick von der Top Rope, wieder die rechte Hand und nach wie vor der Fokus auf den Kopf von AJ Styles scheint weiterhin da zu sein, nimmt sich jetzt den Kopf und puncht einfach nur ins Gesicht von AJ. Also die gnadenlose Art und Weise von Finn Balor geht hier auf jeden Fall weiter. So wie es Edge abbekommen hat, kriegt es jetzt auch AJ Styles zu spüren. Er hat ehrlich gesagt echt noch nicht viel Offense in diesem Match zustande gebracht. Die Doppelchops jetzt. Oh, der Storm. Da kann man schon mal für ein Cover gehen. Macht Finn Balor auch. One Count. Und Finn Balor ist ziemlich frustriert darüber. Muss erstmal ja seinen Gameplan wieder zurückkriegen. Aber da kommt einfach der Kick vom Boden aus dem Nichts von AJ. Und jetzt versucht AJ die ganze Sache natürlich wieder ein bisschen rumzureißen. Nach dem doch schon ziemlich eindeutigen und starken Beginn von Balor. Und AJ sucht jetzt den Support vom WWE Universe. Aber was er nicht sieht, ist, dass Finn Balor da schon wieder in den Ring gekommen ist, kommt wieder mit diesem kurzen Shot mit der rechten Hand und hat AJ prompt wieder auf den Boden, aber der weicht dem Schlag aus, schnappt sich AJ Styles und setzt erstmal den Northern Lights Suplex. Schöne Aktion, Chop, noch ein Chop, dritter Chop und vierter. Alter, die Brust von Finn Balor muss einfach nur on fire sein gerade. Schöner Neckbreaker hinterher, also technisch kann AJ Styles niemand was vormachen. Höchstens vielleicht noch Finn Balor. Also die beiden sind so mit, was Technik anbelangt, so das Beste, was es auf dem Planeten gibt im Professional Wrestling. AJ guckt jetzt durch die Crowd und choppt schon wieder die Hölle out of Finn Balor. Das Knie wird mit dem Dragon Screw auch noch bearbeitet. Und Finn Balor seems to be in trouble. Oh Gott, Alter, die Aggressivität von AJ Styles jetzt gegen das linke Bein vom Prince. Holt sich den wieder auf die Beine. Der ist da ein bisschen am Rumtorkeln. Und jetzt geht's zu den Calf Crusher. Calf Crusher von AJ. Und Finn ist gerade aber sowas von in Pain. Ich weiß nicht genau, wie der Mann hier nicht schon lange am Aufgeben ist. Aber er versucht, alles da rauszukommen. Elbow Strike. Gut gesetzter Elbow Strike gegen den Hinterkopf, gegen den Rücken von AJ. Und jetzt geht's einfach weiter. Die Beine von Finn Balor müssen jetzt auf jeden Fall einiges an Schaden erlitten haben. Aber Balor versucht das Ganze zu revanchieren. Jetzt hier mit so einer Art Inverted Figure 4 Leg Lock gegen AJ Styles, gegen den Phenomenal One. Der rollt sich erstmal in die Corner und Finn Balor kommt danach zurück. Und macht weiter mit den Chops. Scheint einen kurzen Gedankensprung zu haben. Elbow Strike gegen den Kopf von AJ. Und Finn Balor attackiert AJ Styles gar nicht mehr so richtig. Nimmt sich die Zeit zum Taunten und Dropkick dann komplett rein in AJ Styles. Geht schnell fürs Cover. One Count. Frustrationslevel werden wahrscheinlich gerade
All-Time-High sein. Jetzt gibt's hier den Torture-Rack fast schon. Oh my God, Burning Hammer. Burning Hammer von AJ. Und jetzt geht AJ für sein Phenomenal Forearm. Phenomenal Forearm vom Phenomenal One. One, two, kick out von Finn Balor. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, aber er hat es irgendwie gemacht. Und die Crowd will, dass sie für immer fighten. Nächstes Cover wirkt ein bisschen verzweifelt von AJ. Aber Finn kommt gerade so raus, wie auch immer er das gemacht hat. Schöner Enzugiri. Also zumindest schöner Try, aber Balor hat das Ganze kommen gesehen. Und ja, der kleine Snap DDT war dann die Antwort von Balor. Der schnappt sich jetzt AJ. Der ist ziemlich K.O. auf den Beinen. Oder gibt es den Shotgun Dropkick? Alter. Holt sich AJ wieder auf die Beine und 1916 hinterher gegen AJ Styles to count. What? Okay, beide geben sich ihre Finisher. Beide haben sich das Beste zum Kauen gegeben, fast schon. Aber beide haben es einfach überstanden und einfach durchgekaut. Armdrag von Balor. Und AJ sieht ziemlich übel mitgenommen aus. Und Balor scaled jetzt die Top Rope ganz langsam. Geht hoch und landet den Coup de Grace. One Count, Two Count, kann... Nein, AJ kann nicht mehr rauskommen. Knapper Sieg für Balor. Freut sich nicht mal so richtig. Geht jetzt aus dem... Was hat Finn Balor hier vor? Ladies and Gents, ich habe keine... Oh no. Balor, reicht's nicht? Du hast das Match doch gewonnen. Was ist los bei dir? What the hell, das Edge? Edge ist down. Nimmt Finn Balor den Stuhl weg. Und Balor wehrt sich nicht mal richtig gegen. Also, interesting development. Edge rettet hier AJ Styles vor der Attacke von Finn Balor. Wenn sich das mal nicht rächen wird und der Judgment Day nicht gleich beide ausschalten will. Co-Main Event of the Evening. Und wir haben MVP gegen Cody Rhodes. Und Cody wartet schon im Ring. Die Musik von MVP läuft und die Titantrons sind auch da, aber... Oh my God. Was zur Hölle stimmt mit der Viper nicht? Randy Orton schaltet einfach MVP aus und scheint hier jetzt gegen seinen vorigen Lehrling, also gegen seinen vorigen Schüler, One-on-One bei Monday Night Raw gehen zu wollen. Der Ref checkt das Ganze. Und wir sind on the way und... Oh Gott, Cody scheint sich direkt für Triple H rächen zu wollen und Disaster kickt Randy Orton erstmal into next week. Der Elbow Strike geht schon gegen das Kinn, gegen den Hals fast schon. Und Cody Rhodes überfällt hier Randy Orton so ein bisschen. Guter Armdrag. Aus der liegenden Position habe ich auch noch nicht so häufig gesehen. Also Randy Orton ist, ich weiß nicht, was der genommen hat, der Mann. Der ist komplett einfach nur losing it. Der ist, ich meine, attackiert heute am Anfang der Show Triple H und jetzt schaltet er auch, warum auch immer, MVP aus und will unbedingt gegen Cody Rhodes One-on-One gehen. Der wehrt sich aber gegen die Viper und schafft's mit einem Brainbuster zu antworten. Starke Aktion von Cody. Cody hat Randy ganz gut im Griff bisher. Geht er zu dem Fireman's Carry, aber Cody hat mit dem Konter nicht gerechnet. Exploder Suplex von Randy. Ich meine, es gibt, glaube ich, wenige Leute, die sich so gut in der WWE kennen, wie Cody Rhodes und Randy Orton. Ich meine, erinnert euch an Legacy. Da waren die drei mit Ted DiBiase zusammen. Und das ging eine ganz schöne Weile. Und selbst da war Randy Orton schon, komplett durch. Hat Stephanie McMahon, Vince McMahon und auch Triple H Dinge angetan, die ziemlich unaussprechlich sind. Und jetzt scheint das Ganze irgendwie wieder in den Kopf von Randy Orton gekommen zu sein. Haben wir gesehen mit dem Verrat an seinem ziemlich langzeitigen Tag-Team-Partner Matt Riddle.
Konter jetzt. Konter in den Konter. Und jetzt gibt's Pedigree Time. Pedigree Time. Nein. Oh, Konter von Orton. Oh, Alabama Slam. Das ist ein kleiner Nord für Cody Rhodes. Das ist eine Aktion, die Cody Rhodes sehr gerne gemacht hat. Oder immer noch macht. DDT, Face First. Geht's für Cody. Orton nimmt sich jetzt Cody Rhodes für den nächsten Exploder Suplex. Und ja, ihr seht schon, Cody hält sich den Rücken. Das muss langsam wirklich schmerzhaft werden. Ich meine, die Bandscheiben sind nicht gemacht für so eine Impact. Weicht jetzt aus die Viper. Da war aber eine kleine, ja, schlechtere Aktion von Orton dabei. Das sehen wir auch nicht so häufig. Aber jetzt nimmt er sich den Hinterkopf und setzt eiskalt den Rear European Uppercut. Also Orton ist einfach komplett am Start. Gerade einfach nur geht ja zu seinen Patnet Spike DDT. Guckt nochmal in die Crowd. Und runter geht's. Face first. Und ich glaube, ich habe da ein kleines bisschen Blut im Gesicht von Cody gesehen. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres mit der Nase von Rhodes passiert. Aber Orton sieht das Ganze. Nimmt ein bisschen Abstand und Knee Drop direkt erstmal drauf. Okay, es ist nicht die Nase. Es ist die Stirn. Und Orton called für den RKO. Wartet auf seinen vorigen Schüler. RKO von der Viper. Das wird es wohl gewesen sein für Cody Rhodes. Two count. Kick out von Cody Rhodes, dem American Nightmare. Alter, Randy fängt an, Cody Rhodes zu würgen. Und der rollt sich eigentlich nur aus purem Instinkt aus dem Ring raus. Und Randy Orton, so wie er ist, geht direkt hinterher, schnappt sich den American Nightmare und schmeißt ihn in die Barricade, back first. Und er scheint immer noch am Rad zu drehen, guckt sich genau an, was er da mit Cody macht. Also es, wenn er wirklich es schafft, Cody heute auch noch auszuschalten, dann wäre das der dritte an einem Abend. Erst Triple H, dann MVP und jetzt Cody Rhodes back Suplex auf die Barricade. Und Randy stolpert ein bisschen zum... Oh no, Randy, was hat Randy Orton vor? Nimmt sich den Stuhl jetzt. Wir sind bei 7. Aber Orton, ja, er resettet den Count. Der scheint hier nicht durch Countout gewinnen zu wollen. DDT jetzt Cody Rhodes. Der Ref ist wieder am Zählen. Dropkick. Alter, was zur Hölle. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß. Oh, Bulldog. Da hat Randy nicht aufgepasst. Und der American Nightmare kann jetzt capitalisieren aus der Unaufmerksamkeit von Orton. Oder auch nicht. Da gibt es den Choplock gegens Knie. Gegen die Achillessehne da hinten fast schon. Gegen die Kniekehle. Und ich weiß, um meinen Gedanken zu Ende zu führen, ich weiß nicht mehr, ob Randy sich überhaupt noch hier um Siege oder Niederlagen kümmert. Der Mann will einfach nur Leute zerstören. Der Ref bringt jetzt hier wieder ein bisschen Ordnung ins Spiel und haut den Stuhl aus dem Ring. Aber das kümmert Orton gar nicht. Der macht einfach nur weiter und clotheslined Cody Rhodes into next week. Also, ich check den Sinn von dem Ganzen hier nicht. Greift wieder den Ref an. Backbreaker, clothesline gegen den Hinterkopf. Und Cody kommt aber dazu, geht wieder für sein Pedigree-Manöver. Aber diesmal kommt's durch. Oh mein Gott! Piledriver auf den Kopf von Orton. Aber der Orton steht einfach auf und clotheslined. Geht raus und holt sich jetzt schon wieder den Stuhl. Wartet auf Cody und der kommt mit dem Suicide Dive. Aber Cody springt daneben. Und... What in the freaking hell? Cody Rhodes, geh da weg. Geh da sofort weg. Der Ref wird vom Chairshot getroffen von der Viper. Und die Viper macht einfach weiter mit dem Stuhl gegen Cody. Warum hier noch keine Bell gerungen ist, weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Der Ref lässt dieses Match einfach laufen, obwohl Cody Rhodes, Randy Orton, gerade mit einem fucking Steel Chair den Referee geschlagen hat. Und Randy macht einfach weiter. Der Ref kommt jetzt langsam mal zu seinem Bewusstsein. Aber das ist Randy Orton komplett egal. Cody Rhodes gewinnt hier durch die Q, aber zu was für einem Preis? Also Randy Orton, ich weiß nicht, ob da eine Suspendierung notwendig ist, aber spätestens nach der Triple H-Aktion
müsste eigentlich deine Suspendierung folgen. Vielleicht sogar eine Entlassung. Ich weiß es nicht. Also es ist einfach nur komplett kaputt. Main Event Time bei Monday Night Raw. Und ihr wolltet es, ihr kriegt es jetzt. Das Ladder Match um die United States Championship. In diesem Match sind logischerweise die Disqualifications kein Faktor mehr und wir begrüßen den ehemaligen United States Champion. Hat bei Hell in a Cell die Championship verloren durch Submission gegen Johnny Wrestling, Johnny Gargano, und jetzt wird es Zeit für Austin Theory, die Championship zurückzuholen. Zumindest denkt er das. Ob das Realität wird, werden wir rausfinden. Und der Gegner, der frisch gekrönte United States Champion, wird sich auch bei Adam Pearce bedanken, dass er sofort seinen Titel wieder verteidigen darf, eine Nacht später. Aber im Gegensatz zu Austin Theory meckert Johnny Gargano nicht rum, sondern er nimmt die Herausforderung an. Und wird heute Abend alles geben, seine Championship das erste Mal zu verteidigen. Ja, hierum geht's. United States Championship. Theory macht sich ready. Gargano auch. Und kein Ref gebraucht in diesem Match. Wir sind am Start mit dem Main Event von Monday Night Raw. Lasst übrigens gerne ein Like da, falls euch das Ganze hier gefällt. Und ein Abo natürlich, falls ihr neu seid. Und Johnny Gargano wird direkt heftig angegangen von Theory. Hat auch schon eine leichte Vorverletzung am Oberkörper über die ganzen Matches aus den letzten Wochen bekommen. Da war viel Action für Johnny Gargano drin. Und der Neckbreaker hier, der macht die ganze Sache natürlich nicht besser. Theory geht auch direkt erstmal aus dem Ring. Scheint hier direkt mal seine erste Leiter ins Match introducen zu wollen. So ist es auch. Bringt die auch direkt in den Ring. Während Gargano da auch anscheinend gerne bei Ikea shoppen gehen will. Nee, kommt jetzt ausgerechnet outside of the ring rumgelaufen. Und Suplex Throat erstmal aus dem Theory gegen den Ring. Und Theory will antworten. Misst aber kläglich. Und Johnny Gargano zeigt, warum er United States Champion geworden ist. Kickt erstmal Austin Theory's Ass, aber sowas von. Punches ins Gesicht. Wie gesagt, hier ist alles erlaubt, hier ist alles legal. Also Austin Theory kann sich hier beschweren, wie er will. Das geht alles klar. Und die Leiter da rechts, sie gefällt mir gar nicht in der Position, in der die gerade ist. Wenn Austin Theory dann ein bisschen schlecht landet durch einen Suplex von Johnny Wrestling, dann kann es da echt schwere Verletzungen geben. Aber Johnny Gargano entscheidet sich, das ganze Match wieder in den Ring zu bringen. Und Theory nimmt das Ganze dankend an, kontert den Chop von Gargano und nimmt sich jetzt die Leiter. Und, oh Gott, face first geht's mit der Leiter ins Gesicht von Gargano. Irish Whip hinterher, Elbow Strike, und Gargano ist in Pain. Massive Pain. Und Theory, ja, scheint sich hier so ein bisschen als kleiner Leiterexperte zu entpuppen. Hätte ich auch nicht gedacht. So wie er kämpft, normalerweise schont er sich ein bisschen, versucht sich vor Verletzungen zurückzuhalten. So ein bisschen wie The Miz das macht. Oh, aber das war ein taktischer Fehler. Hat die Leiter in den Ring gebracht und hat nicht dran gedacht, dass Johnny Wrestling natürlich jetzt auf die Leiter klettern kann. Hat er seine Championship-Ambitionen direkt deutlich gemacht. Aber Johnny Gargano wird jetzt gechoked von Theory. Der kriegt aber die Hand da irgendwie von der Kehle weg. Puncht jetzt Austin Theory, versucht den von der Leiter zu kriegen. Konter, oh, face first, geht zu Gargano. Wieder die Hand am Hals von Gargano, der versucht, ihn wieder loszuwerden. Punch, oh Gott, Gargano fällt runter, aber Theory geht nicht für die Championship. Theory steht auf der Leiter, aber Gargano zieht sich zurück. Und dadurch zieht sich auch wieder Johnny Wrestling. Dadurch zieht sich natürlich auch wieder Austin Theory zurück. Kommt jetzt langsam wieder von der Leiter runter und dropkickt Gargano aus dem Nichts. Kommt langsam wieder auf die Füße. Elbow Strike. Die beiden kennen sich natürlich mittlerweile schon so gut. Oh mein Gott. Inverted Frankensteiner von Johnny Wrestling.
Chop, noch ein Chop, ausgewichen von von Theory in den Neckbreaker nach dem Superkick. Insane, wie schnell und wie fluid die Action hier ist. Irish Whip jetzt wieder in die Leiter, die da in der Ecke steht. Und jetzt gibt es den Chop gegen Gargano. Und Theory macht sich schon wieder auf den Weg außerhalb des Rings und sucht da was. Und diesmal findet er einen Stuhl. Wir sind jetzt zwar in einem Leitermatch, aber hier ist trotzdem anything legal. Und Johnny Gargano spürt es jetzt gerade. Dritter Chairshot geht daneben, aber das hält ihn nicht auf. Und da gibt es den vierten Chairshot. Jetzt gibt es den Stuhl in die Ecke. Und Johnny Wrestling ist da in der Corner. Oh, getrappt am Seil. Jetzt gibt es den Irish Whip. Oh Gott. Alter, Johnny Wrestling muss hier so viel einstecken, ne? Ist jetzt auf der Leiter da gefangen. Und ich weiß nicht, was der ehemalige United States Champion hier vorhat. Oh, was für ein Punch. Gargano wirkt ein bisschen out of it. Gibt jetzt hier den Elbow Strike. Und Johnny Wrestling ist in trouble. Powerbomb-Ansatz. Gargano kann kontern. Elbow Strike. Konter von Theory. Geht, oh my God, Theory goes down low again. Geht wieder für den Low Blow. Wie tief kann man sinken, Austin Theory? Ich weiß, es ist legal, aber es ist trotzdem einfach nur traurig. Und jetzt gibt's die Powerbomb durch die Leiterbrücke durch. Und Austin Theory hat hier die Chance of a Lifetime, die United States Championship wieder zurückzuholen. Geht jetzt auf die Leiter, geht jetzt mit den Händen an die Championship und versucht, die loszulösen. Ist aber gar nicht so einfach. Johnny Wrestling kommt langsam wieder zu Bewusstsein. Aber Gargano muss sich hier langsam in den Ring bewegen. Ist das gerade wirklich passiert? Alter. Really? Ja, Austin Theory hat leider alles wahrgemacht, was er gesagt hat. Aber es war wieder ein Low Blow involviert. Ich weiß halt nicht, inwieweit jetzt diese Klausel greift, dass Johnny Garganos letzte Chance auf die United States Championship bei Hell in a Cell war. Kriegt Johnny Gargano noch ein Match? Oder haben wir jetzt den eindeutigen Champion Austin Theory? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst außerdem gerne ein Like da, falls euch der Content gefällt. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Ciao!